Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Teil 2 der englischen Woche steht an. Ihr findet auf dem Kanal auch den ersten Teil. Wenn ihr das hier aktuell guckt, könnt ihr das Ganze noch nachholen, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Reinschalten. Tippt gerne mit in den Kommentaren und los geht's mit dem ersten Spiel Schalke gegen Köln. Nach der Niederlage bei Eintracht Frankfurt ist dieses Spiel für den FC Schalke 04 umso wichtiger gegen den 1. FC Köln. Ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Die in Königsblau gekleideten Gastgeber dominierten die erste Hälfte. Der 1. FC Köln spielte mal wieder nur auf 0:0. Das kann im Prinzip auf Dauer nicht gut gehen und sie nähern sich ja den direkten Abstiegsplätzen Schritt für Schritt an. Hier Matthew Hoppe, der Timo Horn testet. Guter Auftritt des FC Schalke 04, aber der Treffer fehlte noch. Über eine halbe Stunde gespielt. Harit mit dem Freistoß. Aufsetzer von Kolasinac, der hier wirklich mächtig Trubel in Gelsenkirchen verbreiten konnte und dementsprechend auch für eine breite Brust beim FC Schalke 04 verschaffte. Noch nicht Pause, ein weiteres Mal ein Sturmlauf der Schalker. Hoppe mit etwas Glück zu Harit, der kommt nicht durch. Nochmal Harit, aber Cestic zweimal dazwischen verhindert Schlimmeres. Die Führung für den FC Schalke 04 eigentlich überfällig. Vom 1. FC Köln kam wirklich nichts und die waren mit dem 0:0 dementsprechend richtig gut bedient. Der zweite Durchgang hatte nicht mehr so viel zu bieten. Schalke die bessere Mannschaft, aber mit wenigen Möglichkeiten. Jetzt vielleicht mal Timo Horn. Was für ein Fehler! Harit nicht im Abseits. Horn pariert. Nachschuss von Uth und Schichos auf der Linie. Das muss natürlich der Siegtreffer sein. Der hier kann oder muss schon sitzen und spätestens jetzt muss der Ball im Tor sein. Aber Schalke schafft es nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Spielerisch macht das auf jeden Fall Hoffnung, aber man tritt auf der Stelle mit diesem 0:0, womit der 1. FC Köln viel, viel besser leben kann. Das waren aus Schalker Sicht zwei verschenkte Punkte. Der SC Freiburg musste sich mal wieder geschlagen geben, aber gegen den FC Bayern München war am Ende eigentlich mehr drin als so eine knappe Niederlage. Punkt wäre sicherlich nicht unverdient gewesen. Hier gegen Eintracht Frankfurt erneut ein schwieriges Unterfangen, da die Eintracht ja mittlerweile doch wieder wirklich in der Bundesliga vollkommen überzeugen kann. Hier die erste Möglichkeit von André Silva per Kopf, der geht dann relativ knapp vorbei. Der SC Freiburg aber trotzdem nach wie vor in sehr guter Verfassung. Im Mittelfeld mussten sie allerdings etwas umstellen, sollte nicht so viel machen. Die Schlüsselspieler sind dabei. Roland Salay in der 13. Spielminute mit dem 1:0 vorbei an Kevin Trapp. Aber in der Defensive waren sie weiterhin stark gefordert. Santa Maria angeschlagen, nicht dabei. Dadurch Zentrum relativ offen, Makoto Hasebe mit dem Ausgleich in der 22. Spielminute. Ja, das war schon etwas kurios. Hasebe, nicht der Torjäger vom Dienst, aber auch immer wieder gerne mal in der Offensive gesehen. Und es kam noch besser für Frankfurt vor dem Seitenwechsel. Spiel gedreht, Ayman Bakok in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:1 der SC Freiburg im Rückstand. Nach früher Führung konnten sie das Ganze nicht so gut verteidigen. Frankfurt schon die bessere Mannschaft und dementsprechend auch ein verdientes Resultat. Ging auch gut weiter im zweiten Abschnitt für Frankfurt. Kopfball Hasebe, Florian Müller im gefährdeten Eck. Das wäre natürlich eine Geschichte gewesen. Doppelpack Hasebe nach Spiel 1 nach David Abraham. Wenn man in dieser Zeitrechnung denn denken möchte, dann ist das auf jeden Fall erstaunlich, was Hasebe hier offensiv ablieferte. Aber auch Freiburg wagte sich nach vorne. Demirovic und Tempelmann. Lino Tempelmann mit dem 2:2. 57. Minute. Ilsanker stellt sich da nicht wirklich gut an. Und muss dort Tempelmann passieren lassen.
Jetzt wieder Frankfurt. Hasebe. Barkok, Doppelpack. 3:2 Frankfurt. Der Siegtreffer in der 65. Minute. Freiburg konnte sich zum Schluss noch einmal aufbäumen, aber es kamen keine Möglichkeiten mehr wirklich zustande. Verdienter Sieg für die Eintracht, ganz wichtig. Und vor allem pirschen sie sich da an die ganz oberen Plätze ran. Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart, beide Teams aufgestiegen vor dieser Saison. Nun treffen sie am 17. Spieltag aufeinander und sie stehen beide wohl besser da als gedacht. Vor allem der VfB Stuttgart mit einer tollen Serie. Und so auch hier in Bielefeld leicht favorisiert mit der ersten guten Abschlusssituation. Daniel Didavi schießt aber nur an den Pfosten. Stuttgart musste auf Silas Wamangituka und Gonzales verzichten, beide mit der Gelbsperre. Arminia Bielefeld suchte Lücken nach vorne und sie kamen auch ab und an mal zustande. Córdoba 1-0 Bielefeld. 26. Spielminute. Wenn der VfB noch irgendwo Verbesserungsbedarf hat, dann ist das wohl im Abwehrbereich, wenngleich sie da auch schon für einen Aufsteiger einen verhältnismäßig guten Job machen. Aber Bielefeld konnte dann hier immer wieder Lücken finden und nutzen. 42. Minute 2:0 gar durch Fabian Klos. Offenes Zentrum, der VfB Stuttgart ließ hier die letzte Absicherung vermissen. Und vorne fehlten dann eben doch Gonzales und Silas. Das war schon durchaus dem Spiel anzumerken. Und Arminia Bielefeld war auch kaltschnäuzig im Abschluss. Marcel Hartl mit dem 3:0. Es wurde jetzt richtig übel für den VfB, der hier eigentlich kein schlechtes Spiel machte, aber eben 3 Gegentore kassierte. Und das ist dann relativ bitter und auch überdenkenswürdig. Vor allem, weil man ja auswärts eigentlich so gut unterwegs ist. Es sollte aber nicht sein. 87. Minute, nochmal eine Chance. Koulibaly scheitert hier aber an Stefan Ortega. Und dann blieb es beim 3:0. Das geht locker 1-2 Tore zu hoch aus. Aber wenn man die Treffer macht und der Gegner sie nicht erzielen kann, gewinnt man auch verdient. Hier Bielefeld mit 3:0. RB Leipzig empfängt den ersten FC Union Berlin. Keine allzu lange Anreise also für Union. Nach dem Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen wollten sie hier jetzt nachlegen. Leipzig aber die bessere Mannschaft. 10. Spielminute, Kopfballmöglichkeit für Lukas Klostermann nach einer kurz ausgeführten Ecke. Den setzt dabei etwas zu hoch an. Keine Gefahr für das Tor von Andreas Lute. Zumindest keine große. Über eine halbe Stunde jetzt schon von der Uhr. RB Leipzig war besser, aber Union verteidigte das leidenschaftlich. Jetzt in der Mitte aber mal viel Platz. Diesmal Sabitzer, der durchstößt und zum Abschluss kommt, da eigentlich zu wenig draus macht. Doch Lute, so muss man es sagen, der mittlerweile in der ersten Bundesliga wirklich eine tolle Arbeit abliefert, mittlerweile konstant auch schon seit Monaten, verhindert da den Einschlag jetzt gegen Dani Olmo, aber machtlos. 1:0 RB Leipzig, der erste FC Union Berlin scheint hier doch etwas an Kondition vermissen zu lassen, obwohl sie ja eigentlich seit Freitagabend Zeit hatten, sich auszuruhen. RB Leipzig aber in der individuellen Qualität sicherlich eine Stufe drüber. Und das sah hier auch weiterhin so aus. Olmo zu Klostermann. Lukas Klostermann. Lute mit der Parade. Ingwarzen, der dann klärt per Kopf. Alles offen weiterhin. Aber von Union kam nach vorne einfach deutlich zu wenig. Leipzig hatte alles im Griff. Drückte auf das 2:0. Und das war dann oder wäre dann auch schon die Vorentscheidung. So viel ist sicher. Kampel, schöner Ball zu Lukas Klostermann. Und wieder Lute, der hier erneut vorzuheben ist. Stark, wie er da die Hand ausfährt, zum Eckball klärt, das 2:0 verhindert.
Aber Union konnte an diesem Abend nicht so richtig in das Spiel finden, dass sie mittlerweile in der Lage sind zu spielen. Stattdessen noch einmal Leipzig in der 80. Minute. Marcel Sabitzer mit dem 2:0. Und dementsprechend jetzt auch mit der Entscheidung vollkommen verdientes Resultat, auch in der Höhenordnung. Union Berlin heute waren sie einfach deutlich unterlegen. Der FC Augsburg ist wirklich holprig in dieser Saison drin und das nach fast einer kompletten Hinrunde. Man weiß nicht, wo man steht hier gegen den FC Bayern München. Wollte man lange Zeit einfach mithalten, aber die Niederlage gegen Werder Bremen zuletzt, sie konnte wieder einige Fragen eröffnen. Auf der anderen Seite, es gibt sicherlich genug Mannschaften, die deutlich schwächer sind als der FCA. Wird wohl eine Saison im unteren Tabellenmittelfeld, aber gesichert. Der FC Bayern München, er will Meister werden. Der Sieg gegen Freiburg glücklich. Hier aber waren sie ganz klar die bessere Mannschaft. Thomas Müller mit dem 1:0 bekommt den Ball einfach nochmal serviert mit etwas Glück und läutet damit auch den Halbzeitstand ein von den Fuggerstädtern. Nach vorne wenig bis gar nicht zu sehen, dann vielleicht mal über einen Konter. Da ist der FC Bayern ja auch anfällig. Augsburg spielt es eigentlich nicht so schnell, aber Finn Bogason mit der Hacke auf Ruben Vargas. Genial gemacht. 66. Minute und plötzlich das 1:1. Manuel Neuer aus kürzester Distanz ohne Chance. Der FC Bayern drückte, Augsburg konnte sich mit diesem Ergebnis begnügen. Aber es waren noch knapp 20 Minuten zu spielen. Leon Goretzka wird nicht gut angegriffen. Goretzka, Parade von Giekiewicz. Aber ohne ganz große Probleme. Es blieb tatsächlich beim 1:1 ein kleiner Rückschlag für den FC Bayern München. Keine Niederlage immerhin. Sie hätten auch gewinnen können, aber die hundertprozentige Überzeugung hat gefehlt. Der Vorsprung könnte also am Ende des Spieltags etwas geringer sein. Jo, hier seht ihr einmal die Tabelle im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und adios.